machen wir auch weiter mit unseren beiden nächsten Referentinnen. Das sind Verena Franz und Anne Hölbling. Bei ihnen geht es um die Seite emstraining.de. Sie stellen euch vor, wie ihr dort neue EMS-Kunden gewinnen könnt. Und außerdem stellen sie euch die EMS-Studie vor. Das ist die erste Endkundenbefragung, die zu diesem Thema gemacht wurde. Und wie die genau funktioniert, was die Ergebnisse sind, das übernehmen die zwei charmanten jungen Damen. Bitte schön. Hallo zusammen, ich bin die Verena von emstraining.de. Ich bin für alle Studioinhaber zuständig, die bei uns gelistet sind und für alle, die es noch werden möchten. Ich werde euch jetzt eine kleine Einführung geben, das heißt, wer wir sind, warum es uns gibt und was wir machen und wie ihr mit uns zusammenarbeiten könnt. Und anschließend erzählt euch die Anne ein bisschen was über unsere EMS-Endkundenstudie, stellt die kurz vor. Wer sind wir? Wir sind die größte spezialisierte Plattform für EMS-Training mit zwei Grundpfeilern, nämlich einmal einem Online-Magazin und einer Studiosuche. Warum gibt es uns? Weil es vorher noch kein Fachportal fürs EMS-Training gab, bei dem man eben diese beiden Punkte gefunden hat. Und wir legen eben den Fokus extrem oder ausschließlich aufs EMS-Training und versuchen da eben sowohl Interessenten als auch Studios anzusprechen und zusammenzubringen. Das heißt, es geht um die Vermittlung von den Interessenten an die Studios, aber auch um die Informationen, News, Artikel, Erfahrungsberichte etc. Also das heißt, wir haben zum einen die Aufklärungsarbeit und eben die Vermittlung. Wir tragen damit zu einer größeren Bekanntheit von EMS-Training allgemein bei. Und das führt dann natürlich auch zu einer besseren Auslastung der Studios insgesamt. Man sieht jetzt hier bei Google Trends, das ist das Suchvolumen nach dem Begriff EMS-Training, dass es immer noch weiter steigt und immer noch die Nachfrage da ist und ja, wir dementsprechend auch auf dem richtigen Weg sind. EMS-Training.de ist ein Projekt der Fitnessmarkt.de Services GmbH, gegründet von Dennis Aytekin und seiner Schwester Pina Aytekin. Wir sitzen in Nürnberg, wie man vielleicht unschwer hört, ein bisschen. Und in Nürnberg befindet sich auch Anwalt.de. Anwalt.de ist ebenfalls ein Projekt von Dennis und Pina und ist mittlerweile das größte Rechtsberatungsportal mit über 20.000 Anwälten, die im Schnitt monatlich 200.000 Kontakte vermittelt bekommen. Also das sind natürlich extrem hohe Zahlen, aber ja, wir wissen dementsprechend, wie es geht, wie man Interessenten und in dem Fall Anwälte, aber bei uns sind es die EMS-Studios, zusammenbringt. Letztes Jahr hier auf der Bühne stand der Dennis und hat euch was erzählt. Dieses Jahr stehe ich hier. Es hat sich aber in den letzten 12 Monaten auch weiteres getan. Also unter anderem haben wir im Mai 2016 emstraining.at gelauncht. Da haben wir auch mittlerweile über 11.000 Seitenaufrufe im Monat. Seit den letzten 15 Monaten haben wir jetzt insgesamt ungefähr 500.000 Besucher auf der Seite gehabt. Im Durchschnitt sind es 35.000 Besucher monatlich. Es gab einen sprunghaften Anstieg zum Jahreswechsel, wie man hier sieht. Und wir hatten im Januar unseren besten Monat mit 45.000 Besuchern und auch einer dementsprechend hohen Anfragenanzahl. Da komme ich später noch dazu. Wer sind diese Besucher, die bei uns auf emstraining.de kommen? Das sind die potenziellen Neukunden der EMS-Studios. Also das heißt, genau die Zielgruppe, gezielt EMS-Training-Interessierte, kommen und suchen sich ihr Studio bei uns. Das heißt, über 1600 gelistete EMS-Anbieter, aktuell bei uns auf dem Portal für Deutschland und für Österreich, erhalten im Schnitt ungefähr 500 vermittelte Probetrainingsanfragen. Dazu muss man sagen, dass das die Anfragen sind, die wir tracken können. Also das heißt,
über die Kontaktformulare bzw. über unsere neutralen Kontaktseiten. Dazu gibt es natürlich dann noch die telefonischen Anfragen, die die Studiobesitzer bekommen können, per E-Mail, per Facebook, die wir bekommen auf unsere Seite, die wir dann auch weitervermitteln. Also das sind nur die Formularanfragen. Dementsprechend mehr werden es dann auch noch sein. Was kann unsere Studiosuche, die man hier unten sieht? Gerade schon gesagt, Interessierte an Studios vermitteln. Man kann nach Postleitzahl oder nach Ort suchen und kann dementsprechend sich dann das nächste Studio aussuchen. Für bereits trainierende EMS-Kunden gibt es die Möglichkeit, das eigene Studio zu bewerten, eine Meinung zu geben, Feedback zu geben dem Studio, und diese Bewertungen wiederum führen dann natürlich zu einer positiven Weiterempfehlung für neue Interessierte. Wir haben hier einen Studioinhaber, der ein kurzes Feedback gegeben hat per Video, und das spielen wir jetzt kurz ein. Hallo, mein Name ist Levin Albrecht. Ich bin seit 6 Jahren mit dem EMS-Training in Verbindung und arbeite damit. Bin selber Betreiber von 2 EMS-Lounges in Frankfurt am Main. Und wir arbeiten jetzt mittlerweile seit dem Launch von emstraining.de mit denen zusammen. Das ist eine sehr schöne Zusammenarbeit und da kann ich sehr positiv berichten. Wir haben rund 50% von den Anfragen, die wir über emstraining.de bekommen, auch Abschlüsse generiert in beiden Standorten. Und von daher läuft das Tool richtig schön an. Regelmäßig kommen Anfragen rein und diese Zusammenarbeit hoffen wir, dass sie in der Zukunft auch genauso gut weiterläuft. Und wer hier gerne noch ein bisschen mehr Input haben möchte und auch vielleicht über die EMS-Lounge was wissen will, findet uns genau gegenüber am Stand. Dort sind wir dieses Jahr auch auf der FIBO vertreten von der EMS-Lounge. Und da freue ich mich, jemanden zu begrüßen und mit euch ein bisschen intensiver ins Gespräch zu kommen. Wir haben insgesamt fast 3600 vermittelte Probetrainings in den letzten 15 Monaten. Also das heißt, wir haben hier den Anstieg nochmal in der Kurve zu sehen. Auch hier sieht man den Anstieg, den wir vorhin schon bei den Besucherzahlen hatten, im Januar mit über 500 Anfragen den besten Monat gehabt. Und es geht weiter aufwärts. Das heißt, wir haben im letzten halben Jahr, wie man sieht, unsere Anfragen verdoppelt. Auch hier sprechen wir, wie gesagt, immer nur von den Zahlen, die wir auch tracken können von den Formularanfragen. Dementsprechend werden die Zahlen im Schnitt höher sein durch die telefonischen Kontakte. Wie kommen EMS-Interessierte bei uns auf die Seite? Zum einen natürlich über die Studiosuche, das heißt auch regulär über die Google-Suchmaschine. Das heißt, man sucht nach einem Begriff EMS-Training plus Stadt oder Problem zum Beispiel und landet dann bei uns. Oder auch über das Magazin, das Online-Magazin, zu dem ich später noch ins Detail komme, generiert natürlich auch das Interesse, und durch Erfahrungsberichte werden die Interessenten dann motiviert und können sich dann direkt das Studio in ihrer Nähe suchen. Wir legen hohen Wert auf die Qualität der Leads. Das heißt, wir versuchen, die Qualität der Anfragen permanent zu steigern und werden dann hier auch in Zukunft noch weitere Maßnahmen ergreifen, damit die Interessenten, die wir an die Studiobesitzer vermitteln, halt auch echtes Interesse haben, erreichbar sind und das Ganze einfach ja, optimal funktioniert und dass wir die zusammenbringen. Vielleicht haben wir den einen oder anderen von euch auch schon mal kontaktiert und gefragt, was aus den letzten Anfragen geworden ist. Auch das trägt immer weiter zur Qualität dieser Anfragen bei, beziehungsweise für uns ein wichtiges Feedback, was daraus geworden ist. Dieses Feedback holen wir außerdem seit einiger Zeit von den Endkunden ein, das heißt von den EMS-Trainierenden, ob alles geklappt hat mit der Studiosuche, ob das Studio sich gemeldet hat etc. Gibt uns ein wichtiges Feedback, wichtige Infos, dass wir alles richtig machen und dass alles soweit funktioniert. Durch eine interne Auswertung wissen wir, dass jeder Dritte, der über uns anfragt, auch dann weiterhin als Mitglied in dem Studio trainiert. Es gibt Studios, die haben durch ihr Engagement bei uns, durch ihre Aktivität in den Medien und bei uns auf dem Portal alles schön ausgefüllt, Bewertungen gesammelt etc. auch eine Abschlussquote von bis zu 50%. Einer davon ist zum Beispiel eben der Levin von der EMS-Lounge, wie ihr vorhin im Video gesehen habt. Genau.
Ein neues Feature, das wir eingeführt haben, ist der Online-Terminkalender, der sich jetzt in allen Profilen befindet. Darüber kann man einen konkreten Termin anfragen, was es ja, EMS-Interessenten einfach noch leichter macht, direkt das Studio zu kontaktieren, und ist eben eine weitere Möglichkeit, in dem Profil zu seinem ersten Probetraining zu kommen. Wer jetzt von den Studiobesitzern dann noch ein paar mehr Infos möchte, das noch ein bisschen genauer erklärt haben möchte, vielleicht auch Informationen, wie man am besten das Profil füllt, der kann dann später zu uns rüber an den Stand kommen. Marco, Anne und ich helfen euch dann gern konkret weiter. Genau, also wie so eine optimale Profilnutzung aussieht mit Fotos, Beschreibungstext, Öffnungszeiten, Bewertungen etc. Das kann ich euch gern dann nochmal im Detail erklären. Bei den Bewertungen ist es so, wir haben durchschnittlich im Monat ungefähr 700 Bewertungen. Insgesamt haben unsere Studios auf der Seite über 13.000 EMS-Trainierende bewertet bereits. Und diese Bewertungen wiederum generieren neue Interessenten, bringen die zu den Studios. Was ist die beste Werbung für ein EMS-Studio? Wie generiert man die meisten Kunden? Kannst du es mir sagen? Was schätzt du? Also Mund-zu-Mund-Propaganda, Weiterempfehlung, genau. Also das sind im Prinzip auch die Bewertungen. Und laut einer US-Studie ist es so, dass 90% der Menschen Online-Empfehlungen genauso vertrauen wie persönlichen Empfehlungen. Also das heißt, Bewertungen sind extrem wichtig für den Online-Auftritt und dementsprechend natürlich auch für das Profil auf emstraining.de. Unter anderem hat es auch Einfluss auf das Ranking bei uns in der Städtesuche. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit werden eure Kunden euch nicht automatisch positiv bei uns auf der Seite bewerten. Also die machen das einfach nicht von alleine. Das haben die meisten wahrscheinlich schon festgestellt, die sowas mal versucht haben. Man muss sie da dezent drauf hinweisen, in die richtige Richtung schubsen. Und das kann man zum einen über unsere Tablet-Bewertungsseite machen. Das ist eine reine Bewertungsseite, findet ihr im Login-Bereich von dem Profil auf emstraining.de. Oder wir haben jetzt auch Offline-Bewertungskarten, also einfach Bewertungskarten zum Ausdrucken, oder wir haben da welche dabei, die könnt ihr euch abholen, zur Verfügung gestellt. Da kann man eben auch seine Bewertung eintragen und wir übernehmen dann den Eintrag der Bewertung in das Profil. Und dementsprechend kann man die Trainierenden gleich nach dem Training abpassen, ihnen die Bewertungskarte in die Hand drücken, beziehungsweise auf dem Tablet die Bewertung ausfüllen lassen, und dann ist das Ganze safe. Jetzt haben wir hier eine unserer Kundinnen, beziehungsweise ein Studio aus Wien, das da eine super Erfahrung gemacht hat. Spielen wir auch noch kurz ein. Wir sind High Edison, wir sind ein EMS-Anbieter in Wien. Uns gibt es seit Oktober 2015, wir sind also ein sehr junges Unternehmen und auch ein sehr junges Team. Für ein Startup ist es immer besonders schwierig, mit wenig Mitteln gute und effektive Werbung zu gestalten. EMS-Training.at bietet uns die perfekte Möglichkeit, uns und unser Studio im Netz vorzustellen. Auf unserem Profil findet man Bilder, eine Studiobeschreibung und auch die Teamvorstellung, um sich vorab ein Bild machen zu können. Bestehende Mitglieder können in Form von Bewertungen ein Feedback abgeben, das einerseits für die Interessenten wichtig ist, andererseits für uns, um einen hohen Standard aufrechtzuerhalten und auszubauen. Bis jetzt konnten wir ca. 80% der Probetrainingsanfragen, die wir über EMS-Training.at erhalten haben, in Verträge umwandeln. Und wir würden uns sehr freuen, wenn du uns auch besuchst. Genau, also sie hat ungefähr 15, 16 Anfragen bekommen und 80% davon als Mitglieder gewonnen bei uns. Über emstraining.at war das in dem Fall. Kurz ein paar Worte zu unserem zweiten Grundpfeiler. Studiosuche habe ich gerade erklärt. Jetzt geht es kurz ums Online-Magazin. Wir haben eine eigene Redaktion im Haus, die permanent
EMS-Content produziert, auch natürlich in Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern, teilweise mit unseren Kunden über die Erfahrungsberichte, die wir veröffentlichen. Und diese Erfahrungsberichte oder auch anderen EMS-Content könnt ihr gerne über die Teilen-Funktion, über diesen Teilen-Button am Ende jedes Berichts auf eurer Facebook-Seite an eure Kunden mitteilen. Insgesamt wollen wir eben EMS-Training bekannter machen. Das heißt, das Online-Magazin ist ein Teil unserer Aufklärungsarbeit. Wir generieren damit eine enorme Reichweite, also vor allem mit den Erfahrungsberichten auch, weil das eben das ist, was die Leute am meisten interessiert, die noch nie EMS-Training gemacht haben. Also das heißt, das Erste, was man wissen möchte, ist eben, ja, wie funktioniert das, wie läuft das ab, das Training, und was haben andere für Erfahrungen damit gemacht? Wir haben mittlerweile bereits über 60 Erfahrungsberichte online und es ist jeder Studiobetreiber aufgerufen, uns seine Erfahrungsberichte zu schicken, die wir dann auch gerne formulieren. Also das muss kein fertiger Text sein, gerne in Stichpunkten, und wir veröffentlichen das dann in unserem Online-Magazin. Auch hier kurzes Video von einem Studioinhaber, der da super Erfahrungen gemacht hat, beziehungsweise ist das, glaube ich, der Mitarbeiter in dem Fall. Ein wunderschönes Hallo. Mein Name ist Nikolai von Exofit aus Karlstadt und Lohr, wo wir aktuell mit 2 Studios vertreten sind, und auf emstraining.de präsentieren wir uns seit 2016. Zu uns ein super Weg, um durch die Kundenbewertung unseren aktuellen Mitgliedern die Möglichkeit geben, ihre Meinung zum Ausdruck zu bringen und auch neuen Mitgliedern die Chance geben, einfach mal bei uns ins Studio quasi direkt reinzuschauen, ohne wirklich vorbeikommen zu müssen, und auch einen ehrlichen Eindruck zu bekommen, was unsere Arbeit denn so ausmacht und was die Leute an uns so lieben. Zum anderen das Magazin, wo auch wir schon die Ehre hatten, einen Erfahrungsbericht zu teilen von Marc, einem unserer jüngsten Teilnehmer, der mit uns gemeinsam über 45 Kilo abgenommen hat. Was es sehr angenehm macht, über emstraining.de diese Erfolge nach außen zu tragen. Und wir konnten über beide Wege schon einige Probetrainings akquirieren, was natürlich einfach klasse ist. Danke emstraining.de für diese Möglichkeiten. Wir freuen uns noch auf langfristige weitere Zusammenarbeit. Exofit, durch Innovation zum Erfolg. Von Experten betreut. Genau, also er hat ein paar Probetrainings über die Erfahrungsberichte in dem Fall akquiriert. Zum Schluss fasse ich jetzt nochmal alles zusammen. Also zum einen der Mehrwert für die EMS-Anbieter, die bei uns gelistet sind. Das ist zum einen die Neukundengewinnung natürlich, die wir über eine zusätzliche Online-Präsenz bieten. Das heißt, je mehr Inhalt oder Informationen über einen Anbieter, über ein Studio online existieren, desto besser ist er in der Google-Suche auffindbar und kann damit eben noch einen zusätzlichen Slot in dieser Liste füllen. Man bekommt über die Kundenbewertungen ein super Feedback, kann darauf reagieren und erzeugt eben weiter positive Mund-zu-Mund-Propaganda beziehungsweise eben Empfehlungen online. Der EMS-Content, der über die Social-Media-Kanäle geteilt werden kann, und die Erfahrungsberichte, die wir gerne für die Studios veröffentlichen. Für die Endkunden, das heißt für die EMS-Interessenten, machen wir es halt möglichst einfach, das passende Studio zu finden und sich vorab aber auch übers Online-Magazin schon mal vorab zu informieren. Also jeder, der da eine Frage hat, kann sich auch jederzeit gerne an uns wenden. Wenn man dann schon trainiert, kann man sein Studio bewerten und dort seine Meinung eben zum EMS-Training äußern. Abschließend wird der Maximilian hier nochmal ein paar Worte verlieren, wie er seine Zusammenarbeit mit uns gefunden hat bisher. Und im Anschluss erzählt euch die Anne ein bisschen was über unsere EMS-Endkundenstudie, stellt da ein paar Ergebnisse schon mal vor. emstraining.de. Diese Seite empfehlen wir unseren Kunden. Da gibt es vieles Interessantes rund um das Thema EMS-Training, und die Seite ist gut strukturiert, das heißt, man findet sich schnell zurecht. Wir selbst als Studiobetreiber nutzen die Impulse, die von emstraining.de ausgehen, und wir verfolgen die Entwicklung und die Qualität der Seite seit Anbeginn. Die Seite hat sich im Laufe der Zeit durch diverse Aktivitäten zunehmend gestaltet, etwa durch Erfahrungsberichte. Und für uns von Studio Avalon hat sie deutlich an Attraktivität gewonnen durch den EMS-Videocontest 2016. Wie komme ich in Kontakt mit emstraining.de? Ist ganz einfach, ruf an. Da melden sich Anne oder Verena. Wir schätzen die freundliche, dynamische und zuverlässige Art und Weise der Kommunikation und freuen uns auf ein gemeinsames Jahr 2017.
So, jetzt bin ich an der Reihe. Und zwar möchte ich euch heute die Ergebnisse der großen oder unserer großen EMS-Studie 2017 vorstellen. Das ist die erste große Endkundenbefragung des EMS-Marktes. Wie sind wir auf die Idee gekommen, so etwas zu machen? Ganz einfach. Bei unserer alltäglichen Arbeit mit EMS-Training haben wir gemerkt, dass es quasi ein großes, umfassendes Meinungsbild von Menschen gibt, die mit EMS trainieren. Und in diesem Sinne haben wir uns ein paar Fragen überlegt. Fragen, die sowohl für Menschen interessant sind, die EMS noch gar nicht kennen, bereits Trainierende, aber auch interessant für Studiobetreiber oder die, die es werden wollen. In diesem Sinne haben wir eine Online-Befragung durchgeführt, die wir an 6000 Trainierende in Deutschland und Österreich geschickt haben. Ein Viertel der Befragten hat geantwortet und herausgekommen sind 1317 verwertbare Datensätze. Genau, und das Ganze haben wir durchgeführt zwischen dem 9. Februar und dem 1. März. Bevor ich zu den ersten Ergebnissen komme, noch ganz kurz die Merkmale der Befragten. Wie wahrscheinlich auch einige Studiobetreiber aus ihren Mitgliederstatistiken kennen, war auch bei uns hier die Mehrheit weiblich. Aber dennoch haben wir mit knapp 37% auch einen repräsentativen Anteil an männlichen Befragten. Schauen wir uns das Alter der Umfrageteilnehmer an, haben wir auch eine gesunde Mischung. Wir haben fast die Hälfte von 40- bis 59-Jährigen, 44% waren jünger als 40 Jahre und 7,4% haben schon das 60. Lebensjahr erreicht. Auch bei der Trainingsdauer haben wir alles mit dabei. Ein Viertel hat weniger als 6 Monate mit EMS trainiert, ein Viertel zwischen 6 und 12 Monaten und die andere Hälfte über 1 Jahr und davon sogar welche schon über 2 und über 3 Jahre. So, eine Frage der Studie war, welche Erfolge konntest du bisher mit EMS-Training erzielen? Hier in einem kleinen Diagramm, der pinkfarbene Anteil des Prozentsatzes ist der weibliche und der blaue der männliche. Wenn man sich jetzt so die Skala anschaut, sieht man, dass auf jeden Fall viele verschiedene Ziele mit EMS-Training erreicht werden konnten. Unter anderem Muskelaufbau, Körperstraffung, die Verbesserung der allgemeinen Fitness, Verbesserung von Rückenschmerzen, aber auch Leistungssteigerungen oder die Reduktion von Zellulite. Schaut man sich die Zahlen genau an, kann man sagen, über 60% der Befragten hat mit Hilfe von EMS-Training Muskeln aufbauen können. Allgemeine Fitnessverbesserung und Körperstraffung erzielte ebenfalls fast die Hälfte der Trainierenden. Und ca. 44% der Teilnehmer hat dank EMS-Training weniger Rückenschmerzen. Jeder Vierte konnte dank EMS abnehmen. Eine weitere Frage der Studie war, wann hast du durch EMS-Training erste Veränderungen an deinem Körper festgestellt? Und auch hier sehen wir, dass fast alle in den ersten 6 Monaten erste Trainingseffekte gespürt haben. Über 70% spürten bereits nach weniger als 3 Monaten körperliche Veränderungen. Und bei fast 30% der Trainierenden stellten sich schon im ersten Trainingsmonat, das heißt nach wenigen EMS-Einheiten, erste Trainingseffekte ein. Schauen wir mal kurz zurück, sieht man, 4,6% haben gesagt, sie haben noch keine Ergebnisse gespürt. Das wiederum heißt aber, dass 95% aller Aktiven durch EMS Veränderungen an ihrem Körper wahrgenommen haben. Das heißt, EMS ist ein extrem erfolgreiches Training. Weiterhin haben wir gefragt, ob sich EMS-Training gut in den Alltag der Trainierenden integrieren lässt. Hier sieht man, das Ergebnis ist recht eindeutig. Fast 3/4 der Befragten haben gesagt, ja, ich habe keine Probleme damit, EMS-Training in meinen Alltag zu integrieren. 25,3% haben gesagt, dass es meistens kein Problem darstellt und die Skala von 1% ist so klein, also fast, es waren ca. 13 Leute, die gesagt haben, nein, sie schaffen es nicht. Diese Frage bzw. das Ergebnis ist, denke ich, vor allen Dingen interessant für Studiobetreiber oder die, die es werden wollen. Denn wir haben die Trainierenden gefragt, was erwartest du von einem EMS-Studio?
Und das mit Abstand häufigst genannte Ergebnis war kompetente Trainer mit Fachwissen. Fast 90% sagen, dass sie, ja, dass die Kompetenz am wichtigsten ist. Und das heißt, persönliche Betreuung spielt auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Rolle. Außerdem wichtig ist auch eine gute Terminverfügbarkeit. Das heißt, dass der Kunde ja, die Wahl hat. Außerdem über die Hälfte der Befragten wünschen sich ein Ambiente zum Wohlfühlen, regelmäßige Körperanalyse, Parkmöglichkeiten, das ist auch wichtig, oder Duschmöglichkeiten. Außerdem haben wir nach den Öffnungszeiten gefragt, ob sie lieber Öffnungszeiten vor 9 Uhr hätten oder gerne nach 18 Uhr trainieren würden oder am Wochenende. Und hierbei hat sich ergeben, dass die Befragten vor allen Dingen oder die EMS-Trainierenden gerne nach 18 Uhr noch ins Studio wollen. Genau, außerdem haben wir noch TÜV-Zertifizierung mit 25%, das heißt, ein Viertel der 1300 Befragten erwartet von seinem EMS-Studio eine TÜV-Zertifizierung. Untergeordnete Rolle spielen Nahrungsergänzungsmittel sowie Öffnungszeiten vor 9 Uhr. Anscheinend will keiner so früh aufstehen und trainieren. Genau. Das ist das Ergebnis, was am deutlichsten ausgefallen ist. Und zwar haben wir gefragt, würdest du EMS-Training weiterempfehlen? 95% haben gesagt, ja, das würde ich. 4,7% waren sich noch nicht ganz sicher. Und nur 0,3% haben gesagt, nein. Das ist auf jeden Fall ja, das einstimmigste Ergebnis der ganzen Studie. Ähnlich einstimmig ist auch die Frage nach der Vertragsverlängerung. Das heißt, 70% haben auf die Frage, ob sie den Vertrag mit ihrem EMS-Studio verlängern wollen, mit Ja geantwortet. 3,4% haben gesagt Nein und ein Viertel hat vielleicht gesagt. Genau, das lässt die Aussage zu, dass EMS-Kunden extrem zufriedene Kunden sind, da wie gesagt 95% das Training weiterempfehlen würden. Außerdem kann man sagen, dass EMS-Studios eine niedrige Dropout-Quote haben, da nur 3% der Befragten ihren Vertrag nicht verlängern möchten. Auch ein interessanter Fakt der Studie, ca. 25% der 1300 Befragten ist neben der Mitgliedschaft im EMS-Studio auch noch in einem herkömmlichen Fitnessstudio angemeldet. Genau, das waren natürlich jetzt nicht alle Ergebnisse der Studie. Wir haben weiterhin natürlich gefragt, mit welchen Zielen sie EMS betreiben, wie sie auf EMS-Training aufmerksam geworden sind oder auch was ja, das Besondere an EMS-Training ist. Außerdem haben wir in Bezug auf das Alter noch verschiedene Auswertungen gemacht und auch im Hinblick auf das Geschlecht. Und genau, wer das wissen möchte, der muss dann wohl die ganze Studie lesen und die gibt es zum einen online auf unserer Plattform emstraining.de unter www.emstraining.de und aber auch ausgedruckt. Also wir haben davon ganz viele drucken und binden lassen. Ihr könnt die jetzt gleich nach dem Vortrag hier mitnehmen oder ihr kommt zu uns an den Stand, der ist quasi da hinter der Leinwand, wenn man reinkommt rechts. Und ja, ich hoffe, dass wir mit der Studie einen kleinen Mehrwert, sag ich mal, der Branche liefern konnten und danken erstmal für die Aufmerksamkeit und für Fragen stehen wir, Verena und ich, euch jederzeit gerne zur Verfügung. Dankeschön.